Ich würde mir eigentlich mal eine coole Anmoderation überlegen. Fällt mir nicht ein. Und dann lass mal Anmoderation jetzt weg. Können wir bei der nächsten Folge diese Folge anmoderieren und die nächste Folge. Da ich ja eh immer die gleichen Klamotten trage. Metal Hammer, Weekly Warfare. Wir beginnen mit Rammstein. Wie alle wissen, ist Liebe für alle da, aber jetzt wissen wir auch, dass Geld für alle da ist. Die Band hat nämlich Deutschland quasi verklagt. Und zwar geht es um die Indizierung des letzten Rammstein-Albums von 2009. Dieses wurde aufgrund von bestimmten Gewaltdarstellungen für 6 Monate indiziert. Deswegen musste Rammstein ein paar Exemplare quasi zerstören oder vielleicht auch im Keller einlagern. Jetzt versucht die Band, den dadurch entstandenen Verlust sich einzuklagen. Es geht um ungefähr 66.000 Euro. Wobei ich mir halt auch denke, durch die Indizierung wurde ja auch mehr über das Album geredet und vielleicht haben die dadurch auch mehr verkauft. Vielleicht haben die dadurch eigentlich mehr Gewinn gemacht als Verlust. Wahrscheinlich. Und ich sag mal, 66.000 Euro, das ist doch für Rammstein auch. Für Rammstein ist das doch nicht viel, oder? Da nehmen die doch an einem Konzert 10-mal so viel ein. Ja. Ich weiß, warum sie es machen. Weil Till Lindemann einen Flugzeugführerschein braucht. Weil die jetzt bestimmt auch ihr eigenes Flugzeug klar machen und einer muss ja fliegen. Also ich glaube, so ein Pilotenschein kostet um die 66.000 Euro. Alles klar. Ja, dann, die machen den Iron Maiden Move. Sag ich dir so, wie es ist. Fall gelöst. Fall gelöst. Super. Nächster Fall. Ein kleiner Lichtblick für Down-Fans. Und zwar hat sich Gitarrist Pepper Keenan zu Wort gemeldet und meint, dass die Band auf jeden Fall eine Zukunft hat. Nach dem Hitler-Gruß-Eklat von Phil Anselmo, der ja auf der ganzen Welt für einen großen Aufschrei gesorgt hat, meinte der Gitarrist jetzt in einem Interview: Ich habe mit Phil gesprochen und ihm gesagt, dass er sein Leben in den Griff kriegen soll. Und das wird er. Wir hoffen, dass er das wird. Die Frage ist nur, wann und wie und wo und ob man so eine Geschichte überhaupt irgendwann mal vergessen kann. Auf jeden Fall soll es mit Down weitergehen. Satan! Twisted Sister ziehen einen Schlussstrich. Was ist denn das für ein Satz, Alter? Twisted Sister ziehen einen Schlussstrich. Alter. Das ist ein neuer Zungentwister. Kleine Competition. Wer diesen Satz fehlerlos in minimaler Zeit aufsagen kann, möge uns das bitte per Video schicken. Der Gewinner wird ausgestrahlt und kriegt von uns irgendwas Tolles. Was kriegt er von uns? Twisted Sister? Ein Patch von Twisted Sister. Genau, der kriegt von uns einen Patch von Twisted Sister. Also, stellt euch alle besoffen vor euren Laptop und nehmt mal ein bisschen was auf. Twisted Sister ziehen einen Schlussstrich, heißt der Satz. Genau, Instagram und Twitter Video oder auch gerne auch als Daumenkino. Aber mit Ton natürlich. Also kommen wir jetzt zu den harten Fakten. Und zwar hat Gitarrist JJ French in einem Interview preisgegeben, dass die Band dieses Jahr ihre letzten Gigs spielen wird. Twisted Sister feiern ihr 40-jähriges Jubiläum und der Herr meinte in einem Interview: Wir spielen ein paar Shows und das war's. Es ist die 40 and Fuck It Tour. So French. Ja, es gibt tatsächlich Bands, die wissen, wann gut ist. Ich denke, auch nach 40 Jahren kann man gut und gerne, wenn man noch voll im Saft ist, so wie die Herren es tatsächlich ja noch sind, guten Gewissens aufhören. Von daher, danke für die 40 Jahre. Anymore. Eine andere Band hat noch kein Ende in Sicht. Und zwar haben Judas Priest bzw. Rob Halford in einem Interview just erklärt, dass die Herren mit dem Songwriting für das nächste Album beginnen. Die Scheibe wird voraussichtlich im Frühjahr 2017 erscheinen. Sie können jetzt beweisen, dass sie auch im hohen Alter nach wie vor was drauf haben. Es wird das 18. Album mittlerweile. Das Album der Woche hängt mir persönlich mal wieder besonders am Herzen. Und zwar geht es um die neue Scheibe von Disaster.
The Oath of an Iron Ritual heißt das Album und die Koblenzer haben es diesmal in ihrem eigenen Proberaum aufgenommen. Trotzdem klingt es fulminant und sehr, sehr geil. Eine Rezension könnt ihr in unserer aktuellen Ausgabe lesen. Unser Kollege Thomas Strater schrob unter anderem: Disaster könnten selbst in einem zugekackten Kuhstall aufnehmen. Das Ergebnis wäre immer noch tonnenschwer wie ein berstender Güllelaster. Ihre Mischung aus Black und Thrash Metal ist einfach so weit draußen, dass es nur eine Losung geben kann. Kutte oder Lederjacke raus, Bier auf, Faust in die Luft, mitgrölen. Ja! Für den Song der Woche haben wir mal wieder ganz tief im deutschen Underground gewühlt. Und zwar haben wir die Band Akatechism gefunden. Diese hat letztes Jahr eine Demo namens Dripping Flames veröffentlicht. Und der Song Asymmetry of Man hat es mir besonders angetan. Es ist ein finster, finster, böser Bastard aus Black, Doom und Death Metal. Zieht euch das Zeug auf jeden Fall mal rein. Der Song der Woche, Asymmetry of Man von Akatechism. Wir haben jetzt schon angefangen, unser nächstwöchiges Jubiläum von der 10. Folge zu feiern. Ole kotzt schon reichlich hier neben das Kamerastativ. Ihr könnt auf jeden Fall euch auf nächste Woche freuen. Die Nummer 10 kommt definitiv. Und bis dahin, passt auf euch auf, euer Kalle Faust.